diesem Film zeigen wir Ihnen den Wechsel des Luftfedermoduls an der Hinterachse des Mercedes-Benz S-Klasse Typ W220. Bei Arbeiten am Luftfedermodul ist der Zündschlüssel abzuziehen. Die im Film gezeigten Anweisungen sind zu 100% einzuhalten. Zum Umbau des Luftfedermoduls ist Werkzeug und Ausrüstung des Fahrzeugherstellers erforderlich. Die Luftfedermodule sind nach Einbauanleitung zu kontrollieren. Im ersten Schritt ist das Federbein aus der Verpackung zu entnehmen. Beachten Sie die mitgelieferte Montageanleitung. Vor dem Ausbau der Luftfeder ist die Fahrzeughöhenlage zu messen. Gemessen wird von der Radnabenmitte bis zur Kotflügelunterkante. Das Messergebnis notieren. Im nächsten Schritt wird das Fahrzeug angehoben und das Fahrwerk eingehend auf Schäden kontrolliert. Die Sicherung vom Steuergerät ist zu entfernen. Der Sicherungskasten befindet sich im Motorraum auf der linken Seite. Nach dem Demontieren der Räder muss die Kunststoffabdeckung des unteren Querlenkers entfernt werden. Die Halteklipse sind vorsichtig zu entfernen. Die elektrische Steckverbindung befindet sich hinter einer Gummitülle im Karosserieboden. Die Verschraubungen am unteren Querlenker lösen. Vor der Entnahme der unteren Querlenkerverschraubungen muss die Verschraubung der Koppelstange gelöst und demontiert werden. Die untere Halteschraube des Luftfedermoduls und des Achsschenkels mit einem geeigneten Austreiber entfernen. Der untere Querlenker kann nun weggeklappt werden. Bei Arbeiten am Druckluftsystem ist eine geeignete Schutzbrille zu tragen. Im nächsten Schritt wird die Druckluftleitung am Federbein mit geeignetem Werkzeug vorsichtig gelöst, bis das Geräusch ausströmender Luft wahrzunehmen ist. Mit dem Lösen und Entfernen der Muttern am Federbeindom ist das Luftfedermodul fertig zum Entnehmen. Achtung! Sichern Sie das Federbein! Das Federbein kann nun entnommen werden. Der Sicherheitsaufkleber ist erst unmittelbar vor dem Einbau zu entfernen. Im nächsten Schritt wird das neue Luftfedermodul eingesetzt und mit neuen selbstsichernden Muttern am Federbeindom verschraubt.
den unteren Querlenker anklappen und mit dem Federbein verschrauben. Achtung, nicht festziehen! Den unteren Querlenker mittels Hebeeinrichtung an den Radträger heranführen und verschrauben. Nun die Koppelstange mit dem Radträger verschrauben. Achten Sie auf das Anzugsmoment des Herstellers. Die elektrische Steckverbindung des Federbeins anschließen und die Gummitülle im Fahrzeugboden einsetzen. Nach Fertigstellung der Montage das Rad montieren. Achten Sie auf das Anzugsmoment des Herstellers. Nach dem Entfernen der weißen Verschlusskappe den neuen O-Ring entnehmen und auf dem fahrzeugeigenen Druckluftanschluss montieren. Es ist darauf zu achten, den neuen O-Ring nicht zu beschädigen. Im nächsten Arbeitsschritt muss die Sicherung des Steuergerätes eingesetzt werden. Achtung, das Fahrzeug niemals mit druckloser Luftfederung von der Hebeeinrichtung ablassen. Das Fahrzeug darf nur bis zum Bodenkontakt abgelassen werden. Anschließend die Hebeeinrichtung weiter ablassen, bis das Fahrzeug auf 400 mm steht. Das Fahrzeug starten und mindestens 2 Minuten warten. Anschließend die Anhebefunktion der Bordelektronik betätigen. Im Cockpit erscheint die Meldung: Fahrzeug hebt an. Nachdem der Anhebevorgang abgeschlossen ist, ist der Druckluftanschluss auf Dichtheit zu prüfen. Alle beim Umbau gelösten Schraubverbindungen nach Herstellerangaben mit geeignetem Drehmomentschlüssel anziehen. Im letzten Arbeitsschritt wird die Kunststoffabdeckung des unteren Querlenkers montiert. Nach Arbeiten an Fahrwerkteilen ist grundsätzlich eine Achsvermessung durchzuführen. Bilstein. Drive the Legend.